3D liegt voll im Trend und das nicht nur als künstlerisches Werk am Innsbrucker Marktplatz. Die Home-Entertainment-Marke LG präsentiert die neuesten Entwicklungen im 3D-Fernsehbereich. Sowohl für Spielkonsolen, im DVD-Spielfilmbereich und auch bei Live-Übertragungen wird die neue Technik eingesetzt und wird auch im privaten Haushalt in Zukunft eine große Rolle spielen. 3D ist etwas, was definitiv interessant ist, auch schon für einen normalen Haushalt. Der Grund ist dieser, es ist eine Technologie, die momentan sehr stark im Kommen ist. Wenn man sich anschaut, was jetzt an Filmen produziert wird, das sind die meisten Filme, die man jetzt im Kino anschauen kann, sind bereits auf 3D. Diese Filme werden in ein paar Jahren werden die auch als freier Inhalt verfügbar sein und werden im Endeffekt in den privaten Haushalten abspielbar sein. Geht natürlich nur mit einem 3D-Gerät. Es ist auch so, dass das im privaten Bereich diese Contents immer stärker zunehmen werden, weil es immer mehr Geräte gibt, die einfach den Zugang zur 3D-Technologie erleichtern. Ähnlich wie ich mein Handy mit einem Fotoapparat dabei habe, im Endeffekt ein Handy mit einer Kamera, die zwei Linsen drauf hat, die 3D aufnehmen kann, in Zukunft dabei haben wird und darüber die Möglichkeit haben wird, eben auch im privaten Bereich sehr einfach den 3D-Content in hoher Qualität herzustellen. Tirol TV wird die 3D-Technologie im Herbst einem ausführlichen Praxistest unterziehen.